Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben euch versprochen, wir testen die Drohne draußen und heute machen wir das. Und zwar die hier. Das ist die Snaptain SP56 und die wollen wir draußen mal fliegen lassen und für euch ein paar Bilder machen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir zeigen euch die Funktionen auf der Fernsteuerung und in der App und ihr seht, was die Drohne dann macht. Und ein paar Bilder und Videos davon werden wir auch machen. Also, viel Spaß. Gut, dann schauen wir uns die Fernbedienung mal an. Ihr seht sie hier. Oh, ihr seht aber, ich habe meinen kleinen Helfer mitgebracht. Sag mal hallo. Hallo. Hi. So, und heute schauen wir uns die Fernbedienung mal zusammen an. Also, wir haben hier eine Fernsteuerung, wo die verschiedenen Knöpfe drauf sind. Das habt ihr im Unboxing auch schon gesehen. Ich will euch nur kurz erklären, was wir gleich machen werden. Wir haben zum einen hier die Trimmer-Funktion. Das heißt, wenn die Drohne nicht richtig fliegt, beziehungsweise in eine Richtung sich neigt, dann kann man die Gegenrichtung hier drücken. Das heißt, die fliegt zum Beispiel nach links, dann kann man ein bisschen nach rechts drücken. Und dann gleichen die Rotorblätter das aus, beziehungsweise die Motoren gleichen das aus, sodass sie stabil in der Luft liegt, weil sie hat ja keine GPS-Positionierungshilfe. Wichtig sind die Knöpfe hier und hier oben haben wir noch zwei Knöpfe, die sind für den Flug wichtig. Wir haben zum einen hier die Funktion, was ist das? Damit kann man hoch und runter. Genau, starten und landen, automatisches Starten und automatisches Landen, das ist sehr cool. Was ist das für ein Symbol? Dann kannst du, wenn du kurz drauf drückst, ein Foto machen und wenn du lange drauf drückst, halt ein Video machen. Genau, super, sehr gut. Also kurzer Druck Foto, langer Druck Video. Dann haben wir unten diesen Headless-Modus, den kopflosen Modus nennt man das. Das ist, wenn ich hier drauf drücke, kurz, dann fliegt die Drohne, egal welche Stellung sie hat, egal in welche Richtung sie gedreht ist. Wenn ich den Knopf zu mir ziehe, fliegt sie zu mir. Wenn ich den Knopf nach vorne drücke, fliegt sie von mir weg, egal in welcher Position sie steht. Und das ist gerade für Anfänger extrem hilfreich. Gut. Lange drauf drücken heißt, kommt zurück zum Ausgangspunkt. Auch das werden wir gleich mal testen. Und hier haben wir noch so Drehfunktionen. Ein kurzer Druck macht eine ganz schnelle Drehung und ein langer Druck macht einen großen Kreis um die Person selbst. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Kurz noch die Knöpfe hier oben. Speed heißt Geschwindigkeit. Wir haben hier drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Langsam, mittel und schnell. Und auch das merkt man. Und ist auch wichtig, wenn ich viel Wind habe und der Wind meine Drohne wegbläst, dann muss ich hier die Geschwindigkeit auf jeden Fall erhöhen, dass ich entsprechend gegenhalten kann. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, eine Flip-Funktion, also das Drehen, das zum Beispiel ein Salto schlagen oder sowas, das mache ich hiermit. Ja, und die Einstellungen können wir zum Teil auch über die App mit fernsteuern und sehen auch hier das Vorschaubild. Aber genug von der Theorie, wir schauen uns das Ganze in der Praxis an und fliegen jetzt mit euch zusammen die Drohne. So, wir haben alles verbunden, jetzt schalten wir hier ein, drücken einmal nach oben, einmal nach unten, jetzt ist es verbunden und jetzt starten wir mal. So, und jetzt testen wir verschiedene Geschwindigkeitsstufen, okay? Drücken hier einmal auf Speed und machen dann mal nach vorne, dann nach oben, genau. Jetzt nochmal Speed zurück, nochmal, jetzt mal zurück. Schnell. Ja, man merkt, dass es ganz schön viel schneller wird, gell? Okay, wir lassen es mal in dem ersten Modus, weil heute haben wir Glück und es ist kein großer Wind da. Ihr seht auch hier, das Vorschaubild funktioniert auch super. Wir haben das Video auch gestartet, von daher könnt ihr gleich mal ein Videobild davon sehen, wie die Drohne fliegt. Jetzt machen wir mal ein Foto zwischendurch. Super. Jetzt versuchen wir mal den Kreis zu fliegen, okay? Das heißt, wir fliegen jetzt hier noch ein bisschen weiter nach vorne. Und drücken hier mal lange drauf. Du darfst nicht steuern. Jetzt sieht man, er fliegt einen Kreis. So fliegt er einen ganz schnellen Kreis. Jetzt kommen hier 1000 Leute hergefahren. So, dann fliegen wir bitte her und lande mal. So, dann starten wir nochmal. Jetzt startet es, genau. Ein bisschen an Höhe. So, und jetzt probieren wir mal diesen kopflosen Modus. Als erstes können wir mal trimmen. Ihr seht, jetzt fliegt sie leicht nach links. Das heißt, wir müssen hier nach rechts drücken. Und ihr seht, sie bleibt dann stabiler. Ein bisschen nach hinten vielleicht noch, ein bisschen nach rechts. So, und jetzt haben wir sie relativ sicher in der Luft. Okay. So, jetzt drücken wir einmal hier kurz auf diesen kopflosen Modus. Das war nicht richtig.
Ah, das war. Ah, okay. Ihr habt gesehen, jetzt ist sie zurückgekommen. Sie hat sich gedreht und ist dann zu uns zurückgeflogen. Ich zeige es nochmal. Wir fliegen nochmal hier hin. Ich drücke kurz drauf. Und sie kommt zu uns zurück. Und das können wir dann hier wieder stoppen und wieder weiter steuern. Okay. Jetzt haben wir diesen Kopflosmodus drin. Nein, noch nicht. Jetzt haben wir ihn drin. So. Und egal, wie ich die Drohne jetzt fliege, ihr seht, ich fliege sie nach vorne und drehe sie rund und mache an dem Steuerknüppel nichts und sie fliegt immer in eine Richtung. Und somit kann man, egal wie die Drohne ist, sie so steuern, wie man es hier für richtig hält. Gut, wir können auch den Flip ausprobieren. Das heißt, wir müssen eine gewisse Höhe haben. Ich fliege mal hier hin. So, und jetzt müsst ihr diese Flip-Taste drücken, in eine Richtung drücken und dann macht er automatisch einen Überschlag. Cool. Das geht in andere Richtung auch, nach vorne. Tschuk. So, jetzt landen wir noch mal kurz hier bei uns. Okay, das heißt, ihr seht hier, die Kamera ist jetzt ganz nach unten geschwenkt. Und das kann man hier einfach mit dem Finger nach oben machen. Natürlich soll man schauen, dass man nicht die Linse berührt. Aber ihr seht, ich kann den Kamerawinkel frei einstellen. Und das ist sehr cool, weil wenn ich jetzt gerade auf ein Objekt zufliege, habe ich es eben gerade drauf. Oder wenn ich schräg nach unten, 45 Grad oder in dem beliebigen Winkel, kann ich so einen leichten Überflug machen mit schräg nach unten gerichteter Linse. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Also los geht's. So, und hier seht ihr jetzt die unbearbeiteten Originalaufnahmen an dem Bereich, wo ich geflogen bin, beziehungsweise wo wir geflogen sind, bei ja, starker Bewölkung. Das heißt, sicherlich ist hier bei hellem Sonnenschein und ganz grüner Wiese auch noch mal ein bisschen mehr an Bildqualität rauszuholen. Ihr seht aber jetzt auch hier in dem linken Bereich, sehen wir durch die Kamerawölbung, dass wir den Fuß der Kamera auch noch mit im Bild haben. Das ließ sich leider in der Einstellung der Kameralinse, wir können sie ja verschieben, auch nicht vermeiden. Das ist jetzt diese langsame Drehung, die man machen kann. Und gleich, das ist jetzt die schnelle Drehung, die man machen kann. Also, ja, müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich denke, hier kann man keine verwertbaren Bilder bei rausholen. Das ist eher Spielerei. Jetzt habe ich die Kameralinse schräg nach unten gerichtet und bin damit nach vorne geflogen. Somit lassen sich Objekte, die vor einem sind, einfach besser einfangen und ihr könnt ja den Anflugwinkel besser anpeilen damit. Hier ist natürlich die Herausforderung, wenn ihr das Foto macht, muss die Drohne natürlich in einer gewissen Weise stabil in der Luft liegen. Und das ist ja schon etwas anspruchsvoller, gerade wenn hier leichter Wind ist, dass ihr eben die Drohne so habt, dass ihr ein ordentliches Foto hinbekommt, was nicht verwackelt ist. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Aber was haltet ihr von den Fotos? Schreibt mir es mal in die Videokommentare mit rein. So, ihr hört das Piepsen, das heißt, die Batterie ist leer und die Fernbedienung wird das oder signalisiert das dann per Ton. Das heißt, jetzt wird es Zeit, hier mal zu landen und zurückzukehren. So, sicher gelandet, Fernbedienung ausschalten und dann habt ihr gesehen, wie man damit fliegen kann. Ihr habt jetzt ein paar Eindrücke bekommen, wie man mit der Snaptane SP650 fliegen kann und welche Aufnahmen sie macht. Ich hoffe, das war für euch aufschlussreich und ihr wisst jetzt, was man von diesem Gerät erwarten kann. Kommen wir nun zu einem kurzen Fazit. Wenn wir zu den Vorteilen kommen, würde ich sagen, es ist wirklich eine kleine, leichte Drohne, die einfach zu steuern ist und vor allen Dingen die Handhabung mit den wenigen Knöpfen hier, die Möglichkeit, das Smartphone hier mit dem Live-Bild direkt hier vor sich zu haben. Plus die Möglichkeit, die Drohne auch komplett nur über die App steuern zu können, also ohne die Fernsteuerung, nur über die App im Smartphone, bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten, dieses Gerät auszunutzen. Ich finde auch den Lieferumfang fair, das heißt, es sind zwei Ladegeräte mit drin, zwei getrennte Akkus, die ich auch zwischendurch wechseln kann, wie gesagt, mit circa 12 Minuten Flugzeit pro Akku. Und mit den Schutzsystemen hier ist wirklich alles im Paket enthalten, was man sich wünschen kann.
Auch die Möglichkeit der verstellbaren Kameralinse finde ich extrem cool, weil ihr hier auf eure Bedürfnisse das Ganze einstellen könnt. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine Funktion der Verstellung der Linse bei so einer Preisklasse gesehen habe. Und natürlich ein Vorteil, der auf der Hand liegt, ist der Preis. Also für diesen Einstiegspreis in diesem Bereich, ich packe euch da den Link unten nochmal in die Videobeschreibung, auch wenn verfügbar hier mit einem aktuellen Sonderpreis. Und so ein Gesamtpaket habe ich für diesen Preis vorher auch noch nicht gesehen. Man muss eben auch genau wissen, für was man es einsetzen möchte. Ihr habt sicher in meinen anderen Videos auch gesehen, dass ich auch die DJI Mavic Mini habe und somit auch einen direkten Vergleich zwischen diesen beiden Modellen ziehen kann. Natürlich kostet die DJI Mavic Mini ein Vielfaches von dem, was dieses Paket hier kostet. Aber es gibt genau zwei große Unterschiede, über die man sich hier Gedanken machen muss. Der erste Punkt sind die Flugeigenschaften und die Stabilisierung der Drohne in der Luft. Das heißt, diese Drohne ist nicht GPS-stabilisiert, das heißt, sie wird vom Wind auf jeden Fall weggetragen. Ihr müsst gegensteuern und ihr seht es auch bei den Kameraaufnahmen, das habt ihr gesehen. Ich muss, wenn ich einen Flug machen will, auch gegebenenfalls gegensteuern und dann wackelt eben die ganze Drohne bzw. die ganze Drohne bewegt sich und damit bewegt sich auch immer die Linse und ihr habt diese Verwacklungen auch direkt im Bild. Und das führt uns direkt auch schon zum zweiten Punkt und zwar der Qualität der Kameraaufnahmen. Das, was ihr hier machen könnt und was ich wirklich angenehm finde, ihr könnt in der Live-Vorschau etc. alles direkt sehen, aber die Qualität der Aufnahmen, und ihr seht sie ja jetzt, beziehungsweise könnt sie auch mit den anderen Aufnahmen im Video vergleichen, das ist eben ein wichtiger Punkt. Falls ihr auf der Suche nach einer Drohne seid, mit der ihr Videos und gute Bilder machen könnt, dann solltet ihr euch wirklich gut überlegen, ob ihr nicht da zu einem höheren Modell greift. Auf der anderen Seite, wenn ihr wie ich zum Beispiel die Anforderung hattet, mein 11-jähriger Sohn möchte sich mit dem Thema Drohnen beschäftigen und damit mal starten und seine ersten Versuche machen, dann sollte man sich natürlich überlegen, ob man ihm ein Gerät für mehrere hundert Euro in die Hand drückt, mit dem er dann seine Versuche machen kann und scheitert vielleicht auch einmal, das heißt, das Gerät stürzt ab. Dann kann man vielleicht eher einen Verlust in diesem Bereich verschmerzen, als wenn ich ihm mehrere hundert Euro gezahlt habe. Und von seiner Seite aus muss ich sagen, er ist wirklich auch sehr happy mit den Funktionen, die die Drohne bietet. Auch diese Funktion, dass sie diesen Flip macht, also dieses Drehen in der Luft. So kleine Gimmicks und auch die Steuerung mit der App, das macht ihm sehr viel Spaß. Und ich muss auch sagen, dass das Gerät hier für diesen Zweck auch voll gepunktet hat. Ich bin da wirklich für das, was das Gerät zu dem Preis bietet, auch sehr zufrieden. Und mein Sohn hat auch mega Spaß, mit dieser Drohne zu fliegen. Wenn ihr sie bestellen möchtet, den Link packe ich euch unten natürlich in die Videobeschreibung. Wie gesagt, mit einer Option auf einen besseren Preis, wenn sie verfügbar ist. Und vergesst nicht, die Speicherkarte mitzubestellen, die braucht ihr nämlich noch, um die Videos auch direkt in der besseren Qualität auf der Drohne direkt zu speichern. Und das Modell hier schreibe ich euch auch unten in die Videobeschreibung mit rein. Okay, das soll es auch gewesen sein mit dem Überblick hier zur Snaptane SP650. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was dieses Paket bietet. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir es doch mal unten in die Kommentare. Und gerne freue ich mich natürlich auch immer über Lob oder andere Anregungen und auch konstruktive Kritik zu den Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Dann viel Spaß beim Fliegen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!